Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier auf dem Kanal aus New York, Manhattan. Heute zeige ich euch eine meiner absoluten Lieblingsgegenden und zwar Little Italy. Es gibt heute auf jeden Fall ganz, ganz viel zu essen. Es gibt auch ein bisschen was zur Geschichte über die Mafia und wie die Region hier entstanden ist. Und wenn ihr mehr Tipps zu New York haben wollt, checkt auch gerne meinen Travel Guide aus. Den findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Let's go! Natürlich haben die Italiener Pizza, Pasta und Amore nach Manhattan gebracht. Und hinter mir befindet sich die älteste Pizzeria Manhattans, und zwar ist es Lombardi's. Und meistens ist hier eine ziemlich lange Schlange, deswegen kommt hier auf jeden Fall früh her. Und vielleicht müsst ihr auch einen Platz reservieren. Aber wir zeigen euch nochmal einen Secret Spot, der auch richtig gute Pizza serviert, ein bisschen günstiger ist und vielleicht noch keiner so richtig auf dem Schirm hat. Local Tipp von meinem Onkel, der wohnt hier nämlich in der Gegend, ist Emporio, einer der besten Pizzerien hier in der Stadt. Die machen Pizza im Steinofen mit Holz geheizt und vor allem haben die auch selbstgemachte Nudeln. Da schauen wir jetzt rein, Emporio. Yes, ich kann mich schon wieder nicht entscheiden, ob Pizza oder Pasta, auf jeden Fall Homemade Pasta oder machen wir bestimmt beides. Beides vielleicht. Wir haben gerade noch ein bisschen Souvenir-Shopping gemacht. Stella macht wie jemand, der wie so ein Straßenbuchhalter. Ja, Stella macht gleich hier so einen Stand auf hier. $10 pro Cap. Ich kann mich aber auch nicht entscheiden. Und ich habe meinen Mädels ein paar mitgebracht. Das sind echt coole Farben. Ja, sie sehen echt geil aus. Und die gab es auch nur an einem Stand, ne? Sollen wir verraten, wo? Ja, an der Brooklyn Bridge. Da hat mir eine Followerin sogar geschrieben, die hier war. Die hat gesagt, ich brauche deine Cappy, weil die hatte ich als erstes. Und dann sind wir da nochmal hin, weil die waren alle. Ich habe echt viele Nachrichten bekommen. Und meine ganzen Mädels haben geschrieben, darf ich eine haben? Und da habe ich gedacht, komm. Let's go. Das ist auch immer lustig, wie die hier ihre Lagerbestände auffüllen. Einfach in den Keller rein, einfach ab in die Kanalisation. Das sieht so abgefahren aus, weil die alle keinen Keller haben. Ich fällt die Zementa da rein. Also ich muss echt immer ein bisschen aufpassen. Ja, weil die stehen manchmal einfach offen und die sind ja überall. Da vorne ist zum Beispiel einer, da ist einer und manchmal sind die einfach offen. Dann geht es einfach abwärts. So, wir haben unsere Pizza bekommen. Stella hat sich Pasta Bolognese bestellt mit, wie heißen die, Campanelle? Ich glaube Pappardelle. Ich weiß es nicht und genau. Und dann haben wir hier nochmal eine Bufalina. Sehr, sehr geil. Wir haben extra nochmal Rucola on top gemacht. Auf jeden Fall, Kruste sieht richtig gut aus. Ich habe gerade den Ofen gefilmt. Unfassbar geil. Und ich muss auch sagen, für New York preislig gehen die echt gut klar. Wir haben uns dann auch so ein kleines Lager bestellt. Und dann noch ein Prosecco. Für das Ganze haben wir ungefähr so viel bezahlt. Und wir lassen es jetzt auf jeden Fall schmecken, aber ich probiere jetzt mal den ersten Bissen hier mit euch. Okay, nochmal auf. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut, gerade mit dem Basilikum und dem Rucola. Top Kombination, kann man echt nicht sagen. So, und die Pasta ist selbst gemacht. Also die testen wir jetzt mal. Die testen wir. Mit ganz viel Parmesan, sieht man. Und Stückchen Fleisch. Wow. Gut, die sieht auch richtig gut aus. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Nudeln selber gemacht sind. Ja. Ich will auch gleich probieren. Sehr nice. Boah. Ich teste nochmal hier diese Soße. Himmel. Perfekte Bolognese. Leute, ich muss sagen, ich fand die Nudeln noch ein ganz klein bisschen besser, weil die so würzig waren. Ich bin gespannt. Das Gute ist, wenn man mit Stella reist oder mit einer Freundin hat, dann kriegt man immer so die Reste und das ist meistens so die Hälfte der Portion. Das mache ich auch aus Liebe. Probier das mal. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Schwer. Man merkt auf jeden Fall, dass die Nudeln selbst gemacht sind und die sind
nochmal krasser, gewürzter als die Pizza. Ich muss sagen, Favorite Nudeln. Wobei ich gar nicht so der Pasta-Fan bin, sondern eher so Pizza-Typ. Aber ey, ohne Spaß. Geisteskrank. Sehr, sehr leckere Pasta. Habe ich selten so gut gegessen, muss ich sagen. Nicht mal in Deutschland. Wenn ihr in Little Italy seid, gibt es hier ganz, ganz viele schöne alte Delikatessenladen. Einer der ältesten ist hier das Aleva und da bekommt ihr selbstgemachten Mozzarella und vor allem auch Arancinis oder wer Bock hat, Mozzarella Sticks. Ich empfehle euch auf jeden Fall die Mozzarella Sticks, denn die werden gemacht aus dem selbstgemachten Mozzarella hier im Laden. Ist einer der ältesten Delikatessenläden, die man auf jeden Fall hier aufsuchen sollte. In Little Italy ohne einen kleinen Espresso. Und ich habe mir einen doppelt bestellt, aber das ist hier, glaube ich, ein Quadruple Espresso. Und wir sind hier gerade bei Café Palermo, welches Baby John besitzt. Cooler Besitzer, leider haben wir ihn heute nicht angetroffen, aber ich habe schon etliche Videos von ihm gesehen. You're gonna get a chocolate cannoli, a pistachio cannoli, and a plain cannoli, and an Oreo cannoli. So ein richtiger True Little Italy Guy. Und er ist berühmt für seine Eigenkreation an Cannolis, welches gefüllte Röhrchen sind. Ich habe mir jetzt hier einen bestellt mit Pistachio. Und wir genehmigen uns das Ganze jetzt. Und es ist ein cooles Café, einfach mal um kurz herunterzufahren, ein bisschen zu chillen. Und vielleicht habt ihr jetzt Glück, Baby John kennenzulernen. Cooler Typ, ich blende mal ein Foto von ihm hier ein. Solltet ihr, ja? Sind die nach seinem Rezept? Die sind nach dem, genau, die sind nach dem Rezept von seiner Oma mit einem kleinen Twist. My grandmother had a formula, she gave me a recipe and I just had a little secret to it. Und deswegen ist er auch so bekannt geworden durch etliche TV-Shows. Also wenn ihr den sehen solltet, macht auf jeden Fall ein Foto mit ihm. Er hat übrigens gegenüber direkt noch eine Pizzeria, ein Pasta-Restaurant eröffnet. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei und ich dachte, es ist ein cooler Spot, um sich einen kleinen Kaffee zu gönnen. Leute, ich muss sagen, ich bin nicht so der Süßigkeiten-Fan und Stella auch nicht, aber die schmecken extrem lecker, gerade mit dieser Pistazienfüllung. So ein bisschen zimtig, sehr, sehr crunchy, so wie ein gutes Waffelhörnchen, aber so ein bisschen mehr Karamell inbegriffen. Und nicht umsonst wird Baby John als Cannoli King bezeichnet. Hier kriegt ihr auf jeden Fall die besten und ich glaube, es ist ein guter Spot, um in Little Italy eine kleine Kaffeepause sich zu genehmigen mit einem guten, großen Quadruple Espresso. So Freunde, eine weitere kleine Gangstergeschichte hier aus Little Italy ist hinter mir, das Da Gennaro. Und hier wurde Crazy Joe erschossen. Und der hatte seinen Spitznamen wohl verdient, weil er sich mit seinem Mafia-Boss damals angelegt hatte. Ziemlicher Hitzkopf. Und 1972 wurde er hier erschossen von seinem damaligen Boss, als er hier aus dieser Tür herauskam. Das Café hieß damals ein bisschen anders. Was ich herausgefunden habe, ist, dass das Café bzw. das Restaurant seiner Nichte gehört. Ziemlich interessante Geschichte hier in Little Italy. Und ich mag ja den Film Den Paten. Und das Ganze geschieht hier auch auf dieser Straße, wurde gefilmt. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt. Ich glaube, das war der dritte Teil, wo er dann ein bisschen älter ist, seinen Orangen holt und jedem Hallo sagt und die Hand schüttelt und dann hier auch auf offener Straße erschossen wird. Geiler Film. Und hier kriegt man auf jeden Fall die Don Corleone-Vibes. Freunde, und wenn ihr schon mal in Little Italy seid, dann sollte ein Barbesuch nicht fehlen, und zwar im O'Neill's. Einer der ältesten Bars hier in Little Italy, mit ein bisschen Geschichte. Und zwar war ja in 1900 Alkohol verboten in Amerika. Man durfte weder Alkohol kaufen, noch verkaufen, noch konsumieren. Aber in der Bar war es erlaubt. Warum? Weil genau hinter mir sich die Police Academy befindet. Und die waren so schlau, dass sie sich einen geheimen Tunnel hier drunter gegraben haben, der immer noch existiert, aber der mittlerweile nur als Weinkeller benutzt wird. Und dann sind die von der Police Academy durch den Tunnel runtergelaufen, in die Bar, haben sich ordentlich einen reingeladen und vorne stand dann einer, der Schnick, Schnack, Schnuck verloren hat und musste Wache halten. Dann wurde einmal krass an die Tür geklopft, die Jungs sind verschwunden und
Es hat keiner was gesehen. Und wir gehen jetzt mal rein, gönnen uns einen Cosmopolitan und einen Espresso Martini, denn die Bar ist auch übrigens bekannt durch Sex in the City. Und zwar wurde die Bar umbenannt in Scout im Film und hier wurde, glaube ich, Andrew und Aiden. Aiden und Steve, und Scout heißt die Bar in dem Film, weil der Hund von Steve heißt Scout. Ah, und deswegen gönnen wir uns da einen kleinen Cosmopolitan. Let's go! Jetzt einen Espresso Martini gegönnt, der wirklich bezaubernd aussieht. Stella Prosecco. Stella bleibt sich treu, kein Cosmopolitan. Aber wenn ihr mehr Sex in the City Spots haben wollt, dann checkt auf jeden Fall auch gerne den Travel Guide aus. Denn wir haben uns überlegt, wir machen einen Sex in the City Tour Guide für euch. So eine selbstführende Tour mit ganz, ganz vielen Locations, die ihr selber abchecken könnt. Und vielleicht haben die Mädels unter euch ja richtig Bock, sowas mal zu machen. Ich muss sagen, lohnt sich, weil es nicht der günstigste Cocktail, aber dafür der schmackhafteste und vor allem in so einer richtigen New Yorker Bar. Und vor allem, es ist auch extrem leer, dafür, dass es bekannt ist durch eine Filmlocation. Cheers! Friends, nächster Spot in Little Italy. Stella hat sich jetzt Pizza bestellt, ne? Yes, Prince Street Pizza. Und einmal Vegetarian. Oh mein Gott. Geil. Ich kann kaum rüber gucken, aber egal. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr New York hinaus. Und ich bin gespannt auf deinen ersten Bissen. Ich bin ja satt von Cats. Gut, gut. Sieht sehr saftig aus, ey. So, und die Pizza sieht auf jeden Fall ziemlich New York hinaus und das ist eine Art neapolitanische mit einem vielleicht Twist Manhattan. Und wie schmeckt die? Beide gut? Die ist milder und der Teig ist dünner, aber richtig gut. Ich probiere es gleich auch nochmal. So, und New York ist bekannt für die Dollar Slices of Pizza. Und dazu gibt es auch eine kleine Mafia-Geschichte, denn früher, ich weiß nicht, ob euch Al Capone was sagt, einer der bekanntesten Gangster hier. Er war eigentlich gängig in Chicago, allerdings hatte er hier auch die East Coast unter seinem Bann. Und zwar hat er den ganzen Pizzaläden, die hier Slices verkauft haben, gesagt, dass sie seinen Käse benutzen sollen. Er war irgendwie in der Milchindustrie tätig und hat dann so einen Schrömmelkäse verkauft an die ganzen... Was, ein guter Käse oder? Nee, das war ein Schrottkäse und die ganzen Pizzerien, die hier die Dollar Slices in Little Italy verkauft haben, mussten den Käse verwenden. Aber außer, die haben komplette Pizzen verkauft, also so ganze runde Dinge oder Bleche, dann mussten sie das nicht verwenden. Und wenn sie es nicht gemacht haben, dann wurde der ganze Laden abgefackelt. Ziemlich interessante History und ich würde sagen, damit gönnen wir uns einen New Yorker Slice auf Pizza. Bon Appetito. So, und ich würde sagen, wir enden das Video hier auf dem wunderschönen Terrace hier von meinem Onkel. Schaut euch mal das an. Wie crazy ist diese Aussicht? Leute, nächstes Mal feiern wir auf jeden Fall hier Silvester. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen aus Little Italy. Wir sehen uns auf jeden Fall bestimmt baldig aus New York. Ich hoffe, euch haben die Manhattan-Videos gefallen. Und es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass ich in Manhattan hier gelandet bin, weil es ist einfach nur zu wunderschön und ich hoffe, euch hat die Zeit gefallen mit uns. Ich hoffe, ihr habt ein paar Videos nutzen können für eure Zeit hier in Manhattan und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Reise-Episode. Haut rein, cheers!